So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, die Julia abholen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich vor der Haustür stehe. Und dann erzählen wir euch mal, worum es in diesem Video geht. Guten Morgen. Morgen. Na? Was geht ab? Alles gut? Ja. Leute, wir sitzen endlich im Auto. Ja, und jetzt geht's auf nach Berlin. Wir sind gestern erst in Köln wieder angekommen. Wir waren ja im Urlaub gewesen und dachten uns, ne, dass wir euch einfach gleich mal mitnehmen. Genau, weil gestern kam ja das Video, wo wir euch gefragt haben, was ihr euch denn für Videos wünscht und so weiter und so fort. Und da habe ich gelesen, dass ihr Vlogs wollt. Also wir wollen ja ab und zu mal versuchen, Daily Vlogs zu machen. Und probieren dass wir euch, das doch mal, ne? Genau. Und dass wir euch mal mit hinter die Kulissen von Kraschule nehmen sollen, was leider nicht funktionieren wird, weil wir es nicht dürfen. Aber wir nehmen euch mit zu einem Videodreh! Und zwar von einem neuen Song, der rauskommt. Genau. Und da können wir euch mit hinter die Kamera nehmen. Und haben wir noch gar nicht geklärt. Ja, wird schon. Wird schon. Und genau, zeigen euch dann einfach mal, wie sowas abläuft. Ist bestimmt auch ganz interessant. Und heute ist dann so der Tag der Vorbereitung. Ja. Ja. Und also, dann schauen wir mal, ne? Also, hören wir uns gleich, wenn wir in Berlin sind. Ja. Es kommt ein Bullen. Aua, aua, Gringos, sauer. Das ist das dümmste Lied, das es gibt. Ja, eine. Boah, Alter, was kommt der nicht? Alter, einfach mal ein Fahrradfahrer so. Okay. In Berlin angekommen und haben uns überlegt, dass wir zuerst mal was essen gehen, weil ich habe nicht gefrühstückt. Hast du gefrühstückt? Nein. Schön. Beide unheimlich intelligente Menschen. Ich hatte einen Kaffee, aber ja. Den merke ich auch nicht. Also erstmal was fräsen und dann müssen wir noch ein paar Sachen organisieren eigentlich, ne? So, weil mit Flieger und Handgepäck und keine Zahnpasta, kein gar nichts. So. Ja. Aber wir haben bezahlt das Gepäck. Ja. Danke nochmal vielmals an die ultranette Dame von der ultra verkackten Fluggesellschaft. Ja. Handgepäck ist nämlich überall. Handgepäck ist nämlich überall ein Handgepäckkoffer. Außer natürlich bei der günstigen Blablabla. Ne? Das günstigste, was wir in Deutschland haben. Da haben die Sondermaße. Das heißt, also ein Handgepäckkoffer ist nicht erlaubt. Top. Ja. Ah ja. Also, wir gehen jetzt erstmal was essen und dann schauen wir mal. Richtig geil. Ich freue mich. Essen war super. Ja, ja. Kann man echt mal machen. Und jetzt geht's uns auf den Weg nach Reinickendorf. Dann treffen wir uns nachher noch mit dem lieben Alex, den kennt er auch. Der wird bestimmt auch im Video mit drin sein. Und dann schauen wir, was der Tag noch bringt. Bis gleich. So, wir waren jetzt gerade mit dem lieben Alex oder der lieben Alexa. Den Kaffee trinken. Ey, richtig witzig. Ja, und ansonsten steht eigentlich nur noch DM auf dem Plan. Und dann war's das schon. Dann gehen wir früh ins Bett, dass wir für morgen fit sind. Denn morgen ist der große Tag. Aha. Einmal winken. Auch so machen. Einmal winken. So, meine Hübschen, also wir sehen uns gleich nochmal im DM-Markt und dann
Ja, dann war es das für heute auch. Dann geht's früh schlafen. Und dann, weiß ich gar nicht, wann fangen wir morgen an? Um 11. Und dann geht's morgen um 11 mit dem Dreh los. Mal schauen. So, wir sind jetzt in den Bordesteilen angekommen. Flitzen noch schnell zu DM. Und dann gucken wir mal, was der Abend noch so bringt. Ne? Es gibt für mich einfach wirklich nichts Langweiligeres, als nach Schminke schauen. Aber ich habe das Optimale gefunden. Naja. Auf jeden Fall sind wir danach noch bei einer Freundin, die eine eigene Bar hier in Berlin hat, einen Abstecher machen. Und danach treffen wir uns nochmal mit dem Alexander Frank und gehen ins Soho-Haus. Bis dahin ist aber das Video hochgeladen. Demzufolge seht ihr das leider nicht mehr. Aber ist nicht so schlimm. Denkst du, ist mein Hautton? Ich habe keine Ahnung von dem Kram. Es gibt so viel. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Guck mal. Ja. Hast du jetzt nur so gesagt, ne? Ja. 2000 Jahre später. Ich glaube, ich bleib bei dir. So, Frau Gerd, haben Sie alles gefunden? Ich glaube, das heißt ja. Heißt das ja? Ja. Sehe ich für morgen auch fresh aus. Wir verabschieden uns jetzt. Ich werde mich jetzt bei einer eiskalten Cola ans Videoschneiden machen. Also, peace out.